Wir haben schon wahrscheinlich alles schon gemacht. Den Federball geschlagen. Auf der Straße, auf die Wiese, auf den Strand. Badminton. Es ist wirklich schön zu spielen und zuzusehen. Am Sonntag spielte SSN Fechter 1 ihr letzten zwei Meisterschaftsspiele zu Hause. Und bei Sieg für beide Spielen war man Meister in der Bezirksklasse und stieg man nach 30 Jahren erstmals wieder auf in die Bezirksliga. OM Sport war beim ersten Spiel gegen TV Hundlosen dabei. Und wir sind hier beim ersten Herrendoppel, Philipp Sehr und André Meyer für SFN und Renke Möller für TV Hundlosen. Das Fechterer Duo war der bessere und gewann den ersten Satz mit 21 zu 10. Wir sind jetzt in den zweiten Satz. Schön gemacht, Philipp, sehr. Und auch den zweiten Satz gewann Philipp Sehr und André Meyer mit 21 zu 12, 2 zu 0, also 1 zu 0 Führung SFN gegen Hundlosen. Dann das zweite Herrendoppel, Derek Bornhorn und Felix Bothe für Fechter gegen Witting Hahn für Hundlosen. Wir sind in den zweiten Satz. Erster Satz gewann Bornhorn Bothe mit 21-19. Sehr schöner Ballwechsel und Punkt für Fechter. Wieder ein schöner Punkt für Derek Bornhorn. Trotzdem verlor SFN diesen zweiten Satz mit 12 zu 21. Also einen dritten Satz müsste die Entscheidung bringen. Wiederum einen schönen Ballwechsel, da sah man viel von. Wirklich schön gespielt bei der Duos. Punkt geht nach SFN.
Er steht jetzt 20 zu 15 für SFN. Und der Ball geht ihm aus. 21-15, 2 zu 1 in Sätze. Wiederum ein Punkt für SFN Vechta. 2 zu 0 gegen Hundlose. Dann das Damen-Einzel. Luisa Kolaczkowski für SFN. Hier wird ihr Mut zugesprochen. Erster Satz hat sie verloren von Averbeck mit 7 zu 21. Die zweite Satz begann sehr gut für Luisa Kolaczkowski und sie führte schnell mit 5 zu 0. Doch danach ließ Frau Averbeck keinen Zweifel, wer der Stärkere war. Und sie gewann diesen Satz mit 21 zu 10, also 2 zu 1 und Hundlosen verkürzt auf 1 zu 2. Dann das gemischtes Doppel zwischen Dirk Bornhorn und Annika Büttergerz gegen Han Müller-Lamping. Wir sind in den zweiten Satz. Der erste Satz hatte Dirk Bornhorn und Annika Büttergerz mit 21 zu 12 gewonnen. Und auch in den zweiten Satz war man viel zu stark für den Gegner. Schön gemacht, Dirk Bornhorn. Er steht 20 zu 10, Satz und Matchball. Kein Problem, 21 zu 10, 2 zu 0 Sieg, 3 zu 1 für SFN gegen Hundlosen. Das erste Herreneinzel von André Meyer, SFN gegen Benecke, war sehr spannend. Der erste Satz gewann Benecke überzeugend mit 21 zu 12, der zweite Satz André Meyer mit 21 zu 15, also wir sind jetzt hier im dritten und entscheidenden Satz. Okay.
André Meyer wird mit 21 zu 17 gewinnen. 2 zu 1 in Sätze, 4 zu 1 für SFN gegen Hundlose. Am Ende 6 zu 2, danach 7 zu 1 gegen TuS Heidkruch 2. Und dadurch Meister und Aufstieg in die Bezirksliga. OM Sport gratuliert.